Hallihallo! In diesem Video erkläre ich ausführlich, wie du eine DVD oder eine Blu-ray-Disc auf deine Festplatte kopieren kannst, um den Film dann auf all deinen Geräten schauen zu können. Also zum Beispiel deinem Computer, deinem Smartphone, deinem Tablet, deinem Fernseher und so weiter. Los geht's! Vielleicht fragst du dich jetzt, warum eine DVD oder eine Blu-ray kopieren? Es gibt doch heutzutage unzählige Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Sky und so weiter. Bei denen kann man doch fast alle Filme irgendwie gucken. Ja, ich gebe dir absolut recht, aber leider auch nicht alle Filme. Ich hatte kürzlich zum Beispiel wieder Lust, Indiana Jones zu gucken. Ein Klassiker, den ich mir auch gerne mehrfach angucke. Ich bin selbst Netflix-Kunde und Netflix hatte diesen Film leider aktuell nicht mehr im Programm. Also bin ich auf eine Webseite gegangen, werstreamt.es, eine sehr nützliche Webseite. Da kann man schauen, welcher Streaming-Anbieter diesen Film im Programm hat. Und das habe ich für Indiana Jones, Jäger des verlorenen Schatzes gemacht. Das ist ja der erste Teil von Indiana Jones. Und hier sieht man zum Beispiel, man könnte diesen Film bei Prime Video sich für 4 Euro ausleihen oder für 10 Euro kaufen. Sky hat eine im Programm, da bin ich aber nicht. Oder direkt bei Apple kann man den auch für 4 Euro leihen oder für 12 Euro kaufen. Dann habe ich überlegt, ist es nicht im Endeffekt günstiger, wenn ich mir einfach die Blu-ray-Disc kaufe? Denn dann habe ich den Film ja in HD-Qualität und das habe ich auch gemacht. Ich habe mir die Blu-ray für 13 Euro noch was gebraucht, allerdings nicht nur einen Film, sondern alle 4 Teile von Indiana Jones, also umgerechnet nur 3,30 Euro, 3,40 Euro pro Film. Und jetzt muss ich halt nur irgendwie gucken, wie ich diese Blu-ray auf die Festplatte kopiere, um den Film dann auf meinem iPad oder mit meinem iPhone schauen zu können. Wenn du heutzutage eine DVD oder eine Blu-ray-Disc kaufst, dann hat diese üblicherweise einen Kopierschutz, also eine technische Schutzmaßnahme, die das Kopieren verhindern soll. Und damit wollen die Hersteller eben verhindern, dass Raubkopien von Filmen entstehen und im Internet verbreitet werden. Ich habe mich gefragt, darf man denn dann überhaupt eine DVD oder eine Blu-ray kopieren? Ist das überhaupt erlaubt? Habe dazu etwas recherchiert und bin auf ein Video von Christian Solmecke gestoßen, von der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Beuger und Solmecke, also Experten auf diesem Gebiet. Und der sagt ganz klar, wenn eine CD, hier geht es um Audio-CDs, wenn diese CD einen Kopierschutz hat, dann ist es eben verboten, diese CD zu kopieren. Aber ich bin auch auf einen Artikel von einer Stuttgarter Anwaltskanzlei gestoßen, nämlich von Reichhardt und Schlotz auf der Seite anwaltimnetz.de und hier steht auch, dass es Kopieren von kopiergeschütztem Material verboten ist, aber hier ist auch eine Ausnahme genannt unter Strafbarkeit, nämlich wer nur für seinen eigenen privaten Gebrauch kopiert, auch unter Umgehung des Kopierschutzes, macht sich nicht strafbar. Und hier ist tatsächlich das Urheberrecht verlinkt, nämlich der Paragraph 108b vom Urheberrecht. Da schauen wir auch mal eben rein. Und dieser Paragraph beschäftigt sich mit der Umgehung vom Kopierschutz. Hier heißt das unerlaubter Eingriff in technische Schutzmaßnahmen. Damit ist Umgehung des Kopierschutzes gemeint. Hier steht erstmal, dass es strafbar ist, wenn die Tat nicht ausschließlich zum eigenen privaten Gebrauch des Täters oder mit dem Täter persönlich verbundenen Personen erfolgt oder sich auf einen derartigen Gebrauch bezieht. Für mein Verständnis ist es also so, wenn ich eine DVD oder eine Blu-ray für mich kopiere, dann ist es erlaubt, genauso wenn ich diesen kopierten Film zum Beispiel meinem Schwager zur Verfügung stelle, also einer mit mir persönlich verbundenen Person, dann wäre das auch erlaubt. Ist also nicht strafbar. Aber ich muss dazu sagen, das ist nur meine Interpretation und ich bin ein Laie auf dem Gebiet. Wenn du dir unsicher bist, dann solltest du auf jeden Fall einen Juristen konsultieren. Jetzt, wo wir das geklärt haben, geht es aber ans Eingemachte, denn jetzt wird endlich kopiert. Um so eine DVD oder Blu-ray-Disc auszulesen, benötigst du natürlich noch ein Laufwerk, was du an deinen Computer anschließt.
Mein MacBook hat keine Laufwerke mehr, also habe ich mir einfach ein externes Laufwerk von Pioneer geholt, was ich direkt per USB-C an meinen Mac anschließen kann. Das funktioniert sehr gut und hiermit bin ich auch wirklich zufrieden. Und zwar ist das das Modell Pioneer BDR XD07 UHD. UHD steht für Ultra HD, also für 4K-Videos. Und das kann dieses Laufwerk auch. Es kostet ungefähr 150 Euro. Es gibt noch eine andere Variante davon und das ist das Modell mit der Endung TB statt UHD am Ende. Also die gleiche Version, Modellbezeichnung BDR XD07 TB. Und das kann kein 4K-Video, also nur HD-Inhalte, ist aber auch ein bisschen günstiger und ich glaube auch ein bisschen besser verfügbar als die UHD-Variante. Ansonsten habe ich noch ein anderes Modell für dich rausgesucht von Verbatim. Das ist auch ein externes Laufwerk, was auch 4K beherrscht und sogar noch günstiger ist, nämlich nur 100 Euro, aber das habe ich eben nicht getestet. Und beim Kopieren von DVDs und Blu-rays fallen auch große Datenmengen an. Eine DVD ist nicht so groß, wenn man die kopiert, das sind vielleicht nur 5, 6 Gigabyte. Aber eine Blu-ray enthält deutlich mehr Daten, denn die Auflösung ist auch 5-mal höher als eine DVD. Und da werden das schnell mal 30 oder 40 Gigabyte pro Film oder vielleicht noch mehr. Natürlich kann man diese Filme am Ende verkleinern. Wie das genau funktioniert, das erkläre ich in diesem Video. Trotzdem macht die Summe es eben aus und es sind in Summe dann halt doch viele Daten, die irgendwo gespeichert werden müssen. Vielleicht lagerst du die auf einen Netzwerkspeicher aus, auf ein NAS, oder du holst dir einfach eine externe Festplatte. Und ein Modell, was ich sehr gerne benutze und auch sehr gerne empfehle, ist von SanDisk. Das ist hier eine SSD, also ein sehr, sehr schneller und robuster Speicher, den ich direkt per USB-C anschließen kann. Und im Vergleich zu meinem MacBook-Speicher deutlich günstiger. Hier zahle ich für einen Terabyte ungefähr 110 Euro. Links zu allen Produkten findest du unten in der Videobeschreibung. Natürlich kostet das alles ein bisschen was, aber auf lange Sicht rentiert sich das meiner Meinung nach schon, besonders wenn man eben mehrere Disks kopiert. Aber du brauchst noch ein paar Programme, um das zu machen. Du benötigst grundsätzlich drei verschiedene Programme für den ganzen Prozess, nämlich einmal einen sogenannten Ripper, einen Player und einen Transcoder. Der Ripper, der kopiert oder rippt die Daten von der Disk und kopiert sie dann auf deine Festplatte. Der Player ist dazu da, um das, was du kopiert hast, zu kontrollieren und zu schauen, ob du die richtigen Inhalte kopiert hast. Und der Transcoder, der kodiert das, was du kopiert hast, in ein anderes Format um. Vielleicht in ein Format, was weniger Speicherplatz benötigt oder vielleicht ein ganz anderes Dateiformat, je nachdem, was du möchtest. All diese Programme, die ich dir nun vorstelle, haben eins gemeinsam, denn sie sind alle grundsätzlich kostenlos zu benutzen und sie laufen unter Windows, Linux als auch macOS. Ich führe diese ganze Prozedur an meinem Mac durch, also unter macOS. Wenn du einen Windows-PC hast, sollte das aber genauso bei dir funktionieren. Genau. Jetzt schauen wir uns mal eben diese Programme an, die du benötigst. Als erstes empfehle ich dir MakeMKV. Das ist ein Ripper, der auch kopiergeschützte Inhalte kopieren kann. Und wie der Name schon sagt, erzeugt er eine sogenannte MKV oder MKV-Datei, auch Matroska-Datei genannt. Das ist im Endeffekt ein Containerformat, um Filme zu speichern. Grundsätzlich benötigt man hierfür einen Lizenzschlüssel. Du kannst sie erstmal kostenlos benutzen. Allerdings müsste man sich einen Lizenzschlüssel kaufen oder, und das ist der Trick, du kriegst immer einen Beta-Schlüssel im Forum. Das heißt, du kannst hier in das Benutzerforum gehen und für die aktuelle Version hast du immer die Möglichkeit, einen Testlizenzschlüssel im Forum zu verwenden und kannst die Software dann grundsätzlich kostenlos benutzen. Ich finde die so praktisch, dass ich mir einmal diesen Lizenzschlüssel gekauft habe für 60 Euro. Das heißt, ich muss den jetzt nicht mehr dauernd neu eingeben und immer die neue Beta-Version runterladen. Aber wenn du das eben nicht möchtest, wenn dir das zu teuer ist, dann kannst du den Weg gehen und holst dir eben immer den Beta-Schlüssel aus dem Forum
und muss dazu auch nichts, dafür auch nichts bezahlen. Am Ende kommt ja diese MKV-Datei raus und da können nicht alle Betriebssysteme standardmäßig mit umgehen. Deswegen benötigt man meistens noch einen Player, um diese Datei, um das, was du kopiert hast, wiederzugeben und zu kontrollieren. Und hierzu empfehle ich dir VLC oder den VLC-Player. Der kann eigentlich fast alles wiedergeben, was man so an unterschiedlichen Videoformaten vorfindet. Ein sehr nützliches Programm. Das solltest du dir auch installieren. Und am Ende benötigt man noch einen Transcoder, denn die Datei, die du kopiert hast, die ist relativ groß und der Transcoder, der kann diese Datei verkleinern, aber nicht nur das, der kann auch andere Sachen machen, der kann Tonspuren in bestimmte Formate umwandeln oder vielleicht ein ganz anderes Dateiformat verwenden. All das erkläre ich gleich. Als erstes solltest du nun diese drei Programme auf deinem Computer installieren und dann kopieren wir endlich mal eine Disk. So, schließe als erstes mal dein Blu-ray-Laufwerk an und dann legst du die Blu-ray-Disc rein. Das mache ich jetzt auch. Schwuppdiwupp. Jetzt wird es ein bisschen laut, weil das Ding anfängt zu rotieren. Und dann sollte nach wenigen Sekunden auf meinem Schreibtisch die Blu-ray erscheinen. Das gucken wir uns jetzt mal an. Ah, da ist er auch schon. Da klicke ich mal eben drauf. Und hier sieht man so ein paar komisch kryptisch benannte Verzeichnisse. Und eine BDMV-Datei. Und wenn ich mir hier mal die Informationen einblende, dann sieht man, dass es eine relativ große Datei ist von über 38 GB. Hier ist scheinbar der Film enthalten, aber das sieht gar nicht nach einer Filmdatei aus. Und das hängt tatsächlich mit dem Kopierschutz zusammen, denn die Hersteller wollen es einem ja nicht so einfach machen. Uns juckt das aber nicht, denn wir kommen an den Film auch anders dran, über den Ripper, und den starte ich nämlich mit Make MKV. Öffne also das Programm und das Programm liest direkt das angeschlossene Laufwerk aus. Hier habe ich bei mir schon das richtige Laufwerk ausgewählt. Wenn das bei dir nicht der Fall ist, dann klickst du einmal auf dieses Auswahlmenü, wählst das Laufwerk aus und klickst dann hier auf dieses Laufwerksymbol. Auf eine Sache möchte ich noch hinweisen, denn bei mir unter macOS hat diese automatische Spracheinstellung nicht geklappt. Die findest du in den Einstellungen unter Sprache. Ich habe die explizit auf Deutsch eingestellt. Vorher stand hier automatisch, aber wie gesagt, das hat nicht geklappt. Wenn du das auf Deutsch haben möchtest, müsstest du das hier auf Deutsch einstellen und dann mit OK bestätigen und die App neu starten. Genau. Habe ich aber schon gemacht und jetzt klicke ich auf dieses Laufwerksymbol und dann fängt MKV an und scannt erstmal diese Disk, ohne etwas zu kopieren. Hier sieht man so ein paar diagnostische Mitteilungen und ich glaube, das meiste kann man hier tatsächlich ignorieren. Und man sieht, dass hier einige Titel tatsächlich übersprungen wurden, weil die eine gewisse Mindestlänge unterschritten haben. Und die werden hier dann tatsächlich auch nicht angezeigt. Das, was sich auf dieser Blu-ray-Disc befindet, ist tatsächlich sehr übersichtlich. Sonst findet man auf den Discs viel mehr Inhalte, wenn zum Beispiel Zusatzmaterial enthalten ist, also sowas wie Outtakes oder Making-ofs oder irgendwelches sonstiges Bonusmaterial. Aber hier ist es eben ein bisschen übersichtlicher. Ich habe jetzt zwei Titel, einmal Raiders of the Lost Ark, also Jäger des verlorenen Schatzes mit 31 Kapiteln und 34 GB. Das scheint mir der Hauptfilm zu sein. Und hier gibt es noch einen zweiten gleichnamigen Titel, aber eben deutlich kleiner. Und das ist hier höchstwahrscheinlich der Trailer, den kann ich aber ignorieren. Deswegen wähle ich den wieder ab, der wird also später nicht kopiert. Jetzt gucken wir uns mal den Haupttitel an. Ich klicke das also hier auf und jetzt haben wir nicht nur das eigentliche Video, sondern wir haben hier auch unterschiedliche Tonspuren. Und zwar nicht nur in einer Sprache, sondern in Deutsch und in Französisch. Aber es gibt die eben nicht nur einmal pro Sprache, sondern mehrfach. Man sieht hier zum Beispiel in Englisch, es gibt eine DTS-HD-MA-Tonspur, das heißt DTS HD Master Audio, das ist einfach ein Mehrkanal-Tonsystem. Und dann sieht man die gleiche Tonspur in Englisch nochmal, aber ohne HDMA. Das heißt, das ist die
in Anführungszeichen normale DTS-Tonspur. Die hat hier eine besonders hohe Qualität für Mehrkanal-Lautsprechersysteme. Mich juckt die aber nicht, weil ich die sowieso später in ein anderes Format konvertiere, nämlich ganz einfach in Stereo. Ich habe hier kein Mehrkanal-Tonsystem zu Hause, also wähle ich die wieder ab. Dann gibt es natürlich noch die deutsche Tonspur, die ich hier auch behalten möchte. Einmal ein DD Surround 5.1 und DD Stereo. DD steht für Dolby Digital, das ist einfach ein anderer Hersteller von diesen Mehrkanal-Tonsystem und hier reicht mir auch die Surround-Spur, die Stereo-Spur brauche ich nicht, weil ich jage die später alle durch den gleichen Codierer und wandle die alle in mein Format um. Und die französische Tonspur möchte ich auch behalten, weil, wer weiß, vielleicht möchte ich ja mal Französisch lernen mit Duolingo. Dazu habe ich ja auch mal ein Video gemacht. Also behalte ich diese Tonspur auch mal. Und dann gibt es aber neben den Tonspuren auch noch Untertitelspuren. Hier sieht man für Dänisch 2 Untertitelspuren, für Deutsch 2 Untertitel, für Englisch 2 Untertitel, Französisch und so weiter und so weiter. Und Englisch kommt sogar noch mal drin vor. Leider ist das hier nicht ganz genau beschriftet, was ist. Und deswegen muss man oftmals das mehrfach auswählen, also alle passenden Tonspuren, die man hier haben möchte und muss dann später mit dem Player kontrollieren, was man da denn jetzt, ob man welche Tonspuren oder welche Untertitel dann nun die richtigen sind. Also lasse ich das erstmal alles ausgewählt, was ich hier haben möchte und dann könnte ich es theoretisch kopieren. Jetzt gibt es hier aber noch einen kleinen Bug in Make MKV und zwar ist hier der Ausgabeordner angegeben und man sieht den Pfad Users Björn Filme und dann Raiders of the Lost Ark. Allerdings muss ich dazu sagen, dass der eigentliche Pfad, der heißt hier nicht unter macOS Filme, sondern der heißt tatsächlich Movies und wird dann später in der Benutzeroberfläche entsprechend eingedeutscht, also lokalisiert. Also müsste man das einmal auf Movies ändern und klickt dann auf Make MKV. Und oder du willst einfach ein anderes Verzeichnis aus, du kannst dir das auch in den Download-Ordner kopieren oder auf die externe Festplatte, weil es sind ja viele Daten, die da entstehen. Genau, und klickst dann auf Make MKV und dann geht's los. Ah, hier sieht man zum Beispiel, ich habe gar nicht mehr richtig viel Speicherplatz. Bei mir wäre also tatsächlich eine externe Festplatte besser ausgewählt. Klicke ich hier also auf Yes, wird es mit dem Speicherplatz ein bisschen knapp, aber ich habe den Film heimlich schon vorher kopiert, also klicke ich hier auf No. Du würdest hier auf Yes klicken und dann wird der Film einfach kopiert, genau. Die ganze Kopiererei dauert natürlich ein bisschen, besonders bei Blu-ray-Discs, weil da viele Daten kopiert werden müssen, aber irgendwann ist das auch erledigt. Und ich habe den Rechner jetzt auf, ich habe den Film jetzt auf meinen Schreibtisch hier verschoben. Da ist auch schon Raiders of the Lost Ark. Und hier gibt es eine große MKV-Datei und die kann ich halt mit VLC oder VLC öffnen. Und hier sieht man den Anfang schon. Und jetzt kann man hier einmal das Material durchskippen und gucken, ob es denn der richtige Film ist oder ob das vielleicht das richtige Bonusmaterial ist, was man kopiert haben wollte. Und hier kann man auch unter Audio schauen, ob man denn die richtigen Audiospuren kopiert hat. Hier sieht man, wir haben eine englische Surround-Spur, eine deutsche Surround-Spur und eine französische. Genau die, die ich halt auch ausgewählt hatte. Wenn du hier mehrere Spuren pro Sprache hast, dann müsstest du mal gucken, ob das die richtige ist. Manchmal gibt es auch mehrere Spuren in vielleicht Deutsch. Dann hat man hier einmal die normale Tonspur und einmal vielleicht Audiokommentare vom Regisseur oder von einem Schauspieler. Und das kann man halt mit VLC prüfen und schauen, welche das ist. Genau. Und dann gibt es natürlich auch noch die Untertitel. Die haben wir in mehreren Sprachen, nämlich Deutsch, Dänisch, Englisch und so weiter. Aber Englisch war ja eben mehrfach vorhanden. Hier sieht man die erste englische Spur. Das ist Titel
3 und nochmal als Titel 9. Und ich habe eben kontrolliert, Titel 3 ist die normale englische Spur und Titel 9 ist die Spur für Menschen mit Gehörschädigungen. Das heißt, hier hat man die normalen Inhalte, aber auch Geräusche, die dann halt auch beuntertitelt oder veruntertitelt werden. Und die interessiert mich aber nicht. Mich interessiert die normale englische Spur. Das heißt, die kann ich später ignorieren. So, wenn ich das rausgefunden habe oder das kontrolliert habe, dann geht es ans Transkodieren. Und das heißt, VLC können wir wieder schließen. Die Datei, die kopiert wurde, die ist ja relativ groß, über 30 GB, und die sollten wir noch transkodieren, also in ein anderes Format umwandeln. Ziel ist es nämlich, die Qualität einigermaßen zu erhalten, aber die Dateigröße deutlich zu reduzieren, und wenn du willst, kann man sogar auch noch ein anderes Dateiformat wählen. Das machen wir mit Handbrake, weil das ist ein Transcoder, also ein Codierer, um das umzuwandeln. Also starte ich erstmal Handbrake, und beim Start wird man direkt aufgefordert, eine Eingangsdatei, eine Input-Datei auszuwählen. Das mache ich auch mal eben. Und dann sieht man hier alle möglichen Einstellungen, die man hier vornehmen kann. Man sieht Übersichtseinstellungen oder eine Übersicht der Einstellungen. Man kann Bildgrößeneinstellungen machen, Videoeinstellungen, Audio, Untertiteleinstellungen, man kann nur bestimmte Kapitel kopieren und so weiter. Das Allerwichtigste, was man hier sieht, das sind die Voreinstellungen, und standardmäßig ist eingestellt Fast 1080p. Das heißt, über diese Voreinstellung wird halt HD-Material erzeugt mit sehr guten Audioeinstellungen. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Voreinstellung. Ich habe das mal mit anderen Voreinstellungen verglichen. Es gibt hier zum Beispiel eine HQ oder HiQ-Einstellung für High Quality. Da wird die Datei größer und es wird auch Surround Sound erhalten. Aber ich konnte in der Bildqualität zum Beispiel überhaupt keinen Unterschied feststellen. Und deswegen finde ich diese Einstellung Fast 1080p, das ist eine gute Voreinstellung. Man kann hier auch von der Qualität und nach unten gehen und von der Geschwindigkeit nach oben. Very Fast macht das Ganze ein bisschen schneller, aber die Dateien oder das Bildmaterial hat eine geringere Qualität. Die Dateien werden kleiner, und deswegen würde ich dir diese Einstellung empfehlen, aber damit kannst du natürlich selber rumexperimentieren. Nun kann man hergehen und diese Voreinstellung dann entsprechend hier anpassen, müsste das dann aber für jedes Mal wieder holen, und das finde ich ein bisschen nervig. Deswegen ist es sehr wichtig, dass du einmal eine passende Voreinstellung für dich auswählst, nämlich wie du alle Filme behandeln möchtest, und diese dann erstmal als neue Voreinstellung sicherst. Also klickst du hier aufs Menü, neue Voreinstellung sichern. Und dann wird diese bestehende Voreinstellung, die du jetzt gerade ausgewählt hast, als Vorlage genommen. Und die nenne ich jetzt einfach mal meine Voreinstellung. Genau. Hier sieht man noch so ein paar Sachen, die man hier noch verändern könnte. Das machen wir gleich. Das musst du gar nicht hier jetzt anpassen, sondern jetzt klickst du einfach auf Hinzufügen, und dann hast du deine Vorstellung gesichert. Und alle Sachen, die du hier später veränderst, die kannst du dann über das Menü Speichern wieder sichern. Das Erste, was du dir überlegen solltest, ist, in welchem Format du den Film haben möchtest. Es gibt hier grundsätzlich 3 Formate, die du wählen kannst, also einmal MP4, MKV und WebM. MP4 ist das Format, womit die meisten Betriebssysteme standardmäßig klarkommen und wo du meistens auch keine Zusatzsoftware kopieren oder installieren musst. Wenn du zum Beispiel einen Film im Format MP4 erzeugst, dann kann das iPhone oder dein iPad das ohne Zusatzprogramm in der Regel wiedergeben. Allerdings hat dieses Format auch den Nachteil, dass man keine Untertitel dort hinzufügen kann. Man kann einen Untertitel hinzufügen,
müsste den aber dann fest einbrennen in das Bild. Das heißt, er wird tatsächlich mit den Bildinformationen überlagert und lässt sich dann nicht mehr an- und abschalten. Wenn die Untertitel wichtig sind, dann ist das nicht das richtige Format für dich. Wenn dir Untertitel egal sind, dann würde ich tatsächlich MP4 verwenden, weil das, wie gesagt, am gängigsten ist. Jetzt gehen wir aber davon aus, dass die Untertitel eben sehr, sehr wichtig sind. Und dann solltest du MKV auswählen. Das ist auch ein Containerformat wie MP4, nur eben etwas flexibler. MKV oder Matroska ist ein offenes Format, was herstellerunabhängig quasi entwickelt wird und auch sehr verbreitet ist. Und du hast ja eben auch gesehen, unser Ripper Make MKV, der hat genau dieses Format erzeugt. Und ich benutze das halt auch für meine Dateien, weil ich Untertitel erhalten möchte. Das heißt, das wählst du dann aus, wenn du das haben möchtest, und speicherst diese Einstellung. Dann geht es hier in den Bereich der Bildgröße. Und das, was du hier vorfindest, das sind halt die Auflösungslimits. Das heißt, eine höhere Auflösung wirst du damit nicht erzielen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel eine DVD rippst, die ja eine deutlich geringere Auflösung hat, dann wird halt nur die Auflösung von der DVD verwendet. Du kannst eine DVD jetzt nicht in HD umwandeln. Das wird nicht klappen. Das ist also einfach das, die maximale Auflösung, die du erreichen möchtest. Wenn du mit 4K hantierst, dann solltest du aber auch eine ganz andere Voreinstellung wählen. Also eben nicht diese Fast 1080p, sondern dann solltest du eben auf diese eine entsprechende 4K-Voreinstellung wechseln und die als Grundlage nehmen. Brauchen wir aber nicht, beziehungsweise will ich nicht. Und jetzt gucken wir die anderen Reiter nochmal durch. Es gibt hier einen Filter, den lasse ich mal unangetastet. Hier habe ich gar nichts verändert. Und hier gibt es die Möglichkeit, Videoeinstellungen zu verändern. Ich finde diese Einstellung, wie gesagt, sinnvoll. Hier gibt es nochmal den Qualitätsregler, den man verschieben kann, um die Qualität etwas zu verändern. Aber ich finde das perfekt eingestellt. Und auch der Encoder, das heißt die Codierung vom Videomaterial, die ist hier gut eingestellt mit H.264. Das ist ein gängiger Videocodec, der sehr, sehr verbreitet ist und sehr gute Ergebnisse liefert. Den würde ich auch so eingestellt lassen. Nun kommen wir aber zum Bereich Audio. Und hier hast du auch die Möglichkeit, die ganzen Audiospuren quasi auszuwählen, die du haben möchtest. Wir sehen hier standardmäßig ist eine englische Spur ausgewählt. Das willst du möglicherweise nicht. Ich denke mal, du willst vielleicht die deutsche Spur haben. Und du könntest jetzt also hergehen und diese Spuren, die du haben möchtest, einzeln auswählen und bist dann damit fertig. Oder du sagst, okay, Moment, ich möchte noch eine englische Spur haben und ich möchte noch eine französische Spur haben. Was du aber auch machen kannst, ich klicke jetzt nochmal hier auf Neuladen, du kannst hier automatische Einstellungen festlegen. Wenn du zum Beispiel immer bestimmte Sprachen haben möchtest, dann kannst du das in deinen Voreinstellungen sichern. Und das machen wir jetzt auch mal eben. Ich klicke hier also auf Auswahlverhalten und jetzt kann ich hergehen und sagen, in diesem Fall, ich möchte Englisch haben, ich möchte auch Niederländisch haben, Französisch und irgendwann kommt hier auch mal Deutsch, wenn ich es denn mal finden würde. Bin blind. Vielleicht weiter oben. Ach, ich bin blind, da ist es Deutsch. Genau. Jetzt klicke ich das aber wieder zu, dieses Fenster. Und wenn ich das jetzt nochmal öffne, dann sieht man die ausgewählten Sprachen, die ich hier habe, schon schön gruppiert. Die sind jetzt also nicht mehr verteilt, sondern die sind jetzt hier schön gruppiert. Und jetzt sortiere ich die nach meiner Präferenz. Ich will Deutsch als erste Sprache haben, dann hätte ich gerne Englisch, dann will ich Niederländisch haben und dann Französisch. Und ich sage, dass bitte alle passend ausgewählten Sprachen immer hier in dieser später automatisch ausgewählt werden. Jetzt gibt es hier noch die Möglichkeit, dass man bestimmte
Tonspuren automatisch durchleitet, wenn die ein gewisses Format haben. Ich stelle hier AAC ein, das ist ein verlustbehafteter Codec, aber mit einer sehr guten Qualität. Und ich sage, wenn der dieses Verhalten, wenn der dieses Format hat, dann einfach durchleiten. Wenn er nicht dieses Format hat, dann möchte ich, dass der bitte nach AAC kodiert wird. Und ich möchte, dass der bitte in Stereo abgemischt wird. Wenn du jetzt kein Stereo haben möchtest, dann müsstest du vielleicht hier irgendeine Surround-Klamotte auswählen, dass das eben nach Surround kodiert wird, wenn du also mehrere Lautsprecher hast. Für mich reicht tatsächlich Stereo. Ich habe kein Mehrkanal-Tonsystem. Und deswegen werden alle Tonspuren, die ich später habe, in Stereo kodiert. So, und dann klicke ich auf OK. Und jetzt mache ich Folgendes. Jetzt klicke ich einmal auf Neuladen und dann sieht man schon alle Tonspuren, die ich jetzt hatte oder die ich nach meinen Voreinstellungen so voreingestellt habe, die wurden jetzt automatisch hier, so wie ich es haben möchte, hinzugefügt. Perfekt. Jetzt klicke ich das Ganze mit Speichern. Jetzt speichere ich das Ganze mit Speichern. Und dann gehen wir in den Bereich Untertitel. Und hier können wir genau die gleiche Suppe machen wie mit den Audioeinstellungen vorher. Man sieht hier, wurde eine gewisse Fremdsprachentonsuche hinzugefügt. Das ist eine Funktion, die, wie soll ich es erklären? Also theoretisch wird hiermit eine Fremdsprachentonspur hinzugefügt. Eine Tonspur, die zum Beispiel fremdsprachige Abschnitte in einem Film automatisch übersetzt. Das heißt, wenn du zum Beispiel Star Trek guckst und da spricht jemand Klingonisch, dann kann es sein, dass auf dieser Einstellung mit dieser Fremdsprachentonspur automatisch die Tonspur hinzugefügt wird, die nur diesen klingonischen Abschnitt übersetzt. Praktisch hat das bei mir nicht funktioniert und deswegen nehme ich das wieder raus. Ich mache das sogar so, dass ich auch hier diese Auswahl wieder anpasse und sage, ich möchte jetzt bitte die Untertitel in, was haben wir eben, Dänisch, Niederländisch, Englisch möchte ich haben, Französisch und Deutsch. Sagen wir einfach mal, die möchte ich drin haben, dann klicke ich wieder auf OK. Klicke nun wieder auf dieses Auswahlverhalten und jetzt haben wir hier die Titel wieder in der passenden gruppiert in unserer Auswahl und jetzt sortiere ich die wieder nach meiner Präferenz, also erst Deutsch, Englisch, Niederländisch. Hoppla, Niederländisch kommt ein nach oben, dann Französisch und Dänisch nehmen wir auch einfach mal mit. Und dann sage ich, diese Fremdsprachentonsuche, die möchte ich nicht hinzufügen, weil bei mir hat das nicht geklappt. Und ich möchte auch nicht, dass irgendein Titel fest eingebrannt wird, also mit dem Bildmaterial überlagert wird, sondern ich möchte den später auswählbar haben. Und dann klicke ich das hier entsprechend an. Wähle das entsprechend auch noch ab, klicke OK. Und jetzt ist es eigentlich so richtig eingestellt. Jetzt klicke ich mal auf Neuladen. Das hat ja gar nicht funktioniert. Ah, ich habe einen Fehler gemacht. Bei Spurverhalten muss man natürlich noch einstellen, dass auch alle passenden Spuren ausgewählt werden. Klicke ich jetzt nochmal auf OK. Klicke jetzt auf Neuladen und dann ist es richtig eingestellt. Und jetzt sehen wir hier, Deutsch ist als erste Spur. Es gibt aber zwei englische Spuren und es gibt die niederländische, französische und eine dänische Spur. Und bei diesen englischen Spuren, ich habe es eben schon gesagt, zwei ist die Spur, die mit der normalen Übersetzung und die achte Spur, das ist die englische Untertitelspur für Menschen mit Gehör. Schädigung, also wo Geräusche auch beschrieben werden. Und die wähle ich aber ab. Und jetzt ist es nach meinen Einstellungen, ja, genau, und jetzt gehe ich her, sichere diese Einstellung und bin damit fertig. Diese Voreinstellung oder das, was ich jetzt hier vorgenommen habe, was ich jetzt hier gespeichert habe, das musst du natürlich nicht jedes Mal machen, sondern du wählst einfach deine Voreinstellung aus, die du hier benannt hast. Dann kontrollierst du, ob die Audiospuren und ob die Untertitelspuren richtig sind. Und dann wird das Ganze kodiert. Und das machen wir jetzt. Jetzt wählt man noch aus, wohin man das speichern möchte. Ich
Hier steht, Filme ist der richtige Ordner. Ich ändere das jetzt einfach mal auf den... Wo ist das? Filme. Ich gehe jetzt einfach mal auf den Schreibtischordner und speichere das in diesen Ordner hier rein. Dann kann man dem noch einen passenden Titel geben. Diesen letzten Teil, den entferne ich. Und jetzt schreibe ich mal das Jahr hinten rein. Der ist nämlich von 1981. Und jetzt klickt man auf Start und dann startet die Transkodierung. Jetzt müssen wir einfach nur abwarten, weil das dauert meistens ein bisschen. Und das belastet tatsächlich auch den Rechner ein bisschen, weil das ein sehr rechenintensiver Vorgang ist. Aber das macht der Rechner weitestgehend automatisch. Wenn du mehrere Filme in einem Rutsch kodieren möchtest, dann kannst du auch hergehen und klickst hier auf Quelle öffnen, kannst nochmal einen Film auswählen und kannst den dann später zur Warteschlange hinzufügen. Also machst die gleichen Einstellungen und klickst auf Warteschlange hinzufügen und dann werden die nacheinander kodiert. Aber das sind im Endeffekt die ganzen Kodierungseinstellungen, die ich verwende. Also du öffnest einen Film, wählst deine Voreinstellung aus, wählst dann später die Audiospuren aus und die Untertitelspuren bzw. kontrollierst die nochmal und dann klickst du auf Kodieren und dann wird der Film kodiert. Jetzt müssen wir nur noch abwarten und dann ist er gleich hoffentlich fertig. So, die Kodierung ist endlich fertig und jetzt haben wir eine Datei, die deutlich kleiner ist, die aber trotzdem eine vergleichbare Qualität hat und diese Datei kannst du nun auf deinen Geräten schauen. Du musst sie nur dahin kopieren, könntest die also zum Beispiel auf das iCloud Drive oder was auch immer kopieren und dann hast du die auf all deinen Apple-Geräten. Genau. Vielen, vielen Dank, dass du bis hierhin geschaut hast, besonders bei diesem langen Video. Dass das Video so lang geworden ist, liegt einfach daran, dass dieser ganze Ablauf natürlich etwas aufwendiger ist. Man muss viele Sachen erstmal lernen, man muss ein paar Einstellungen vornehmen, aber das kann ich dir auch sagen, wenn du mal ein paar DVDs oder Blu-rays auf diese Art und Weise kopiert hast, dann geht das relativ schnell. Das geht relativ schnell in Fleisch und Blut über diese ganzen Arbeitsabläufe. Und dann ist das auf lange Sicht, glaube ich, auch günstiger, als wenn du bei 5 Streaming-Anbietern angemeldet bist. Genau, ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen. Vielleicht bis zum nächsten Video. Mach's gut. Tschüssi.